beteiligt haben. Mit dem Typ T2A. Die ganze Welt ist himmelblau und das Dach cremefarben. Andreas Wieser mit Beifahrer. Ja, ja, na. Gut. Präsentiert den T2. Der wurde Ende 1967 bis Mitte 70 gebaut. Dieses Modell ist an der Frontpartie mit den nach unten liegenden Blinkern und den seitlichen Trittbrettern an der Stoßstange, wie auch noch an der rundlichen Heckpartie mit den ovalen Heckleuchten erkennbar. Also schon ein bisschen was. Und wieder steht vorne drauf VW. Aber was für ein VW. Sehr oft der Traum der meisten deutschen Autofahrer, der VW Carmangia Typ 14. In einer wunderschönen Farbe und in einem exzellent gepflegten Zustand. Es wurde und wird in Eigenleistung ständig komplett neu. Wie ich vorhin schon mal gesprochen habe, nämlich der Jaguar in der anderen Ausführung der Natur. Stellen Sie sich den Jaguar jetzt hier langgestreckt durch die Steppe rasend, durch hohes Gras rasend und auf Beute gehend vor. Der Jaguar E-Typ Serie 2 als Coupé. Er ist in den USA auch als X nicht zu überhören, aber auch nicht zu übersehen, ist der Fiat X1-9 aus dem Baujahr 1976, den Stefan Neumann und den Iala. Na, jetzt bin ich soweit. Daniela Hölscher und Ivan Ernst, der VW Käfer Porsche Salzburg. Wird jeder sagen, was ist das denn? Baujahr 1973. Ein ungeschweißtes, teilrestauriertes Rallye. Ja. Herzlich willkommen, Andreas Hauser, Winnie Held und Felix Hauser. Mit ihrem MGB GT V8, Erstzulassung 4.7.74 in 2000 auf eigener Achse aus Manchester abgeholt. Na bitte. Mit einer neuen Karosserie wurde der Wagen 1970. Mit 160 PS wird er uns vorgestellt von Willy Lösing und Dagmar Gillet. Als W111, das war die Werksbezeichnis, gab es Coupé und Cabriolet anfangs mit der gleichen Technik des Limousinenmodells 280. VW Bus T2A hereinspaziert mit Dr. Eckhard Witthoff am Steuer, das ist so, glaube ich, und dem Ben Witthoff, der ist noch da hängen geblieben, hinten. Wer sitzt denn da hinten? Ist das denn die Mai? Ja, ich wollte doch sagen, da fehlt doch noch was. Da fehlt doch noch was. Und hier ist er, der Opel GT AL, Baujahr 1971. Ach, der GT. Präsentiert von Bodo Peters und Lara Vanessa Peters. Die Entwicklung des GTs begann im Winter 63 mit der Fertigung von Designstudien aus Plastik.